Ja, einen wunderschönen Sonntagabend euch zusammen zu einer Tour Train Simulator. Ich glaube, die Tour bin ich so noch nicht gefahren, die ich heute war. Die geht auch etwas länger. Ich glaube, circa 1,5 Stunden. Oder, also es hält, glaube ich, sogar 2 Stunden an. Aber ich glaube, die geht keine 2 Stunden. Ich kann es noch nicht 100% sagen. Schauen wir einfach gleich mal. So, diese Tour, die jetzt schon angezeigt wird, die ist es auf jeden Fall. So, ich guck mal kurz. Ich drücke auch schon mal auf Start. Hi erstmal an Twainsim. Hi an Kino Schmidt. Cool, Wittenberg, da wohne ich. Ja, da starte ich. Hi auch an Nick. Ja, offiziell stimmt das Bild am Anfang nicht mehr. Ne? Das ist kein Train-Simulator 2018, das ist mittlerweile 2019. Sound resumed. Hallo. 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 Ah, so, noch haben wir ein schönes Bildchen. Und wir sind schon im Spiel. Was war das jetzt für eine weibliche Stimme? Guten Morgen, Kollege. Fahre deine Lok nach Lutherstadt-Wittenberg, Gleis 4, wo schon dein RE wartet. Kupple an und fahre um 5.26 Uhr Richtung Berlin los. Achte darauf, dass die Weichen... das sind Handweichen. Okay, ja gut, das ist kein Problem. Das bekommt der Olli hin, weil der Olli ist gut. Aber ich werde jetzt schon mal den Sound noch ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, den Sound kann ich gar nicht runterschrauben, ne? Doch, das muss doch eigentlich... Das hätte ich, glaube ich, vorher machen müssen. Ach, das wird schon. Ja, und es ist noch ein bisschen dunkel hier im Spiel. Hier steht unsere Lok. Naja, 5.44 Uhr ist ja auch noch früh, oder? Ne? Ja... Guten Morgen. Ich würde vorschlagen, wir fahren mal hier raus. Harmonisch angekommen. Ups. Wer ist angekommen? Der Honig. Was haben wir denn daneben, dem 301er stehen? Was war denn das? War das ein 120er? Ich habe gesehen, das ist sehr viel... Also es sind hier sehr viele rote Signale, die kann ich aber, glaube ich, alle ignorieren. Na. Diese schalten nie auf grün. Obwohl, das ist für das rechte Dings. Meine Seite ist, glaube ich, ich darf fahren. Denke ich. Da kommt ein Sperrsignal, Olli. Das zeigt HP0. Ja, und? Da darfst du eigentlich gar nicht drüber fahren, wegen Flankenfahrten und so. ETS kommt noch, Finn. Drulla Anushka, hi, nicht wundern, hab Namen geändert. War Horse Girl. Achso, hi Horse Girl. Horse Girl? Ja. Also, wenn ich so in Frankfurt im Becken fahren würde, da hätten sie mich schon längst runtergepflückt von der Lok. Warum? Weil du ein Sperrsignal nach den anderen überfährst. Gar nicht wahr. Die sind kaputt, die schalten nicht. Ja, hätte ich es auch gesagt. Und wieso ist bei dir... Was zeigt denn dein Display? Reicht ja gar nicht an. Display ist kaputt, das linke. Sag ich doch, das ist kaputt. Ja, aber das Display, wenn es kaputt ist, ist es doch die eine Seite, aber die Sperrsignale sind doch die andere Seite. Na, ich habe komplett grüne Signale. Da wieder ein rotes vorbei. Das täuscht. Ja, die leuchten so schön. Und noch KS. Ah. Vertrau mir, wir kommen schon zu unserem Gleis. Ist ja. Hoffentlich steht da nicht das EBA und verlangt, macht mir hier eine Papierkontrolle. Was ist denn das da vorne? Was ist denn da so? Oh, da vorne sind solche komischen Lichter, ich hab Angst.
Die zwei Lichter in die. Hier Licht ins Licht! Hier Licht ins Licht! Olli, und was ich will ja nicht meckern, ja, aber Rangiergeschwindigkeit sind nicht größer als 25 km/h. Ja, ich fahre doch nur 35. Wenn jetzt hier noch ein 500-Hertz-Magnet kommt, PCB-technisch gesehen, da wärst du schon längst, hättest du schon längst gestanden. PCB, ja, das kenne ich. Hab ich gestern gegessen. Ja, passt. War gut, ja. Jo, hat lecker geschmeckt. Das freut mich. Ja, ja. Der Klang der Quadrantensteller ist schön. Ich gucke jetzt gerade diese Geräusche. Digi an. Ah. Oh. Ja, guck Didi an. Ja, aber trotzdem mal erklären, das ist mal richtig so weit. Wann fährt die 101er mit Dosto? Ich muss kurz die Licht wechseln. Die ist gerade mit dem Volvo draußen, glaube ich. Ich werde sie irgendwann auch bekommen. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, bis wir abfahren müssen. Die riecht schon so nach Mango-Melone. Jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Reihenfolge Olli kuppelt und alles zusammenknotet. Was? Kuppeln? Ich dachte. Ja, wohl eine Bahn verkuppeln. Keine Automatik geht mehr. Dran, würde ich mal sagen. Ja, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gut, ne? Ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Das müssen wir uns bloß noch umsetzen. Hast du bloß einen Wagen? Nein, ich habe insgesamt 4 Wagen. So. Ja, ich weiß. Und wir stehen noch in Lutherstadt Wittenberg. Gleichfalls. Ich mach mal die Türen auf. Gleichfalls. Na, geht wohl nicht, hä? Funktioniert das ZWS nicht? Hast kein ZG2 drin, kein ZG1? Gesundheit. Was geht nicht? Die Türen sind offen. Aber meiner furzt noch ganz viel, also der lässt noch ganz viel Dampf ab. Finn schreibt, okay. Okay, wäre aber auch nicht schlimm, wenn es nicht kommt. Stimmt, die Lichter leuchten gar nicht, ne? Egal, der Zug hat Strom. Ist das Wichtigste. Wir fahren in einer Minute los. Wir können doch kurz gucken, ob wir hier noch was regeln können. Das ist die Lokbremse. Dynamische Bremse. Zugbremse. Du. Welche Faktoren beeinflussen unmittelbar den Bremsweg des Zuges? Geschwindigkeit, ja. Masse, das Bremsgewicht. Das passt schon, wir fahren jetzt gleich raus. Das wird schon, da bin ich mir sicher. Nachts, wenn alles so schlimm, steig ich bei den Nachbarn ein. Pass hi auch an Andreas, hi an Dennis. Servan, hi. Eine Frage an Lokführer. Welche Faktoren beeinflussen unmittelbar den Bremsweg des Zuges? Hatte ich gerade erläutert. Ach so, hast du schon. Und, hi Matthias. Gut, ich fahre jetzt los, ne? Das ist wichtig. Ja. Wenn du Frust auf der Schiene hast, eine Scheibe. Ja.
Warum bremst er denn die ganze Zeit so komisch? Handbremsen noch an? Keine Ahnung, ich fahr jetzt aber los. Was hat er denn? Guck doch mal auf dein Druckmanometer. Ich fahr. Du kannst ja nicht losfahren. Du bist ja noch eingebremst in Betriebsbremsung. Was täuscht? Was vergessen die Anker? Musst du mal die Bremsen lösen, würde ich mal sagen, ja? Hab ich schon. So, jetzt guckst du mal auf dein Manometer, ziehst du, wie die Bremsdruck runtergeht. Ah, scheiße, ich kann ja gar nicht losfahren. Moment, ich muss kurz was nachgucken. Was, die Tür zu? Nee, ich hab den Richtungswender vergessen reinzumachen. Kann ja nichts werden. Für einen Ständer hast du reinlassen? Ohne Richtungswender, Wender, passiert nichts. Oh, ja. Olli fährt spießig. Olli fährt mit AFD. Zugbeeinflussung. Oh! Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ah, das explodiert gleich. 40, Olli. Fahrt mit 40, Alter. Hi, Fabiana. Ja, wir sind über TS. Und danke für dein Like. Und hi, Marlene. Hab ich überhaupt Licht an? Matthias schreibt, viel Spaß euch noch hier, dankeschön. Oh, jo, sieht schön grün aus. P1 fort. Olli, was hast du denn auf deiner Ebola? Ist noch nicht offen. Du musst deine Ebola noch aufmachen wegen Geschwindigkeiten und dein. 160 darf ich. Ja, dann guck mal auf deinen Fahrplan, den du noch nicht aufgemacht hast. Ebola. Ich fahre ohne Fahrplan. Du weißt ja noch nicht mal, ob du aus dem Weichenbereich hier raus bist. Mach das jetzt Ebola. Elektronischer Buchfahrplan. Irgendwie krank. Ich dachte mal, das ist eine Puppe. Ja, das ist ein Bruder von mir. Wenn der mal niest, funktioniert nichts. Wohnt der auch da? Ich finde, das ist ziemlich nämlich. Da so über den Kreis, ja. Was? Dann hast du auch mal ein paar ordentliche Scheinwerfer in der 101 auf 103. Ja, aber ich denke schon. Brauchst du was? Ja, solltest du schon mal. Hab ich sowas wie Fernlicht? Anni, wir auch nicht von der Seite. Das hätte auch machen können, wenn du die Tür brauchst. Müsste das für einen Schalter haben? Das müsste der dritte von links sein. Geht der dritte von rechts. Den Kippschalter. Ich guck gleich, wenn ich im Bahnhof bin, ja? Was verpasst? Im Bahnhof, das ist doch bloß ein Haltepunkt, Olli. Wo man durchfahren darf, oder was? Das ist eine NE6-Tafel, da kannst du doch durchrauschen. Siehst du, wenn du die Ebola anhättest, hättest du gewusst, ob ich da durchfahren brauche oder nicht. Na, ich muss ja anhalten. Schon wieder dieser komische Virus. Kein Wunder, dass man nicht gesund wird, weißt du? Genau. Ich habe Ebola. Ja, das musst du beim Streckenführer abgeben. Siehst du, hier steigen sogar welche ein. So, dann muss ich mal gucken. Hier steigen sogar welche ein. Na toll. Ja. Das ist schon mal gut. Was Ali schreibt, ist die La auch dabei. Auch mit bei. Die La?
Das ist die schriftliche Form von Baustellenankündigungen in den einzelnen Bereichen. So, du hast gesagt, irgendwo ist links ein Schalter, ne? Der dritte von rechts müsste das sein. Müssten solche Kippschalter sein. Mal gucken. Apropos Deutsche Bahn, siehst du, ich muss mein Zuchtnetz ausbauen in meiner Stadt. Die meckern alle rum. Ja, jetzt habe ich keine Stromzufuhr mehr. Jetzt habe ich Strom im Zug abgeklemmt. Wo hast du abgeklemmt? Das war jetzt das Falsche, glaube ich. Das musst du doch sehen, wenn es vorne heller wird, wenn du rausguckst. Na, jetzt hast du doch Sammelschiene ausgeschaltet, wa? Ja. Was haben wir hier? Zugspitzensignale. Ja, die solltest du vielleicht mal einschalten. Ja, Dennis, bei dir so? Oh ja. Das geht nicht heller. Mein Zug ist kaputt. Geht nicht heller. Was Signalhorn habe ich hier. Alter. Der geht. Na, dann ist ja gut. Fahren wir mal weiter, wa? Ja, fahren wir weiter. Wir haben jetzt schon Verspätung. Der hat ohne Ebola. Wenn die gerade mit dem Warwort wollen. Ah, ZG1 war in Ordnung, ZB1. Was für Links sollen wir reinschicken, Fabiana? Wieso komme ich nicht mehr an die Spitze des Zuges? Das ist schon seltsam. Oh, da vorne ist wieder ein Bahnsteig. Die Anzeige unten mal gleich ausstellen, das sieht man das gar nicht. Nein, nicht schon vorher anhalten. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Ich wollte eine Anzeige deaktivieren. Dann sieht der Andi auch ein bisschen mehr. Vom TS gibt es keinen Link, aber ich kann gerne mal was reinschicken. Ihr seid zu still. Ja, ich bin mittendrin. Jetzt nur dabei. So, und ich würde mal kurz was für die Gesundheit tun. Warten, eine rauchen gehen. Ja. Was Gesundes halt. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Kack schon wieder. Und wie ist es schön am Hell zu fahren.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ah ja. PTB, ich bin begeistert. Zugbeeinflussung. Ich bin eingeschaltet für die untere Zugart. Ich bin mal gespannt, wie er das mit der Sofa macht. Olli, da vorne blinkt was. Ja? Andi, so die ersten Einschätzungen. Würdest du mich als Lokführer einstellen? Nein. Nein, war bloß ein Scherz. Da müssen wir noch einiges abstellen. Da müssen wir noch hart arbeiten dran. Also sollte ich mich bei der Bahn bewerben? Was? Nick schreibt, dein Zug hat eine Fehlermeldung. Wo denn? Falls du vorhin die Zugbeeinflussung meinst, das ist nicht wirklich eine Fehlermeldung, das heißt einfach nur, ich sollte mal so langsam runterbremsen. Und das habe ich ja dann noch irgendwann gemacht gehabt. Bisschen spät vielleicht. Aber ich habe es gemacht. So, mit 40 dürfen wir rausfahren. Ja, bis später. Ja. Ich bin mal kurz weg. Okay, bis gleich. Ja, dann führen wir weiter. Was haben Sie gesagt? Dann führen wir weiter. Weil der Zug ist sowas von laut, ja? Ich glaube, wir sind kleiner. Klopf, klopf. Hallo. Hallo.
Becken. Ich hab. Steffen, ich hab deinen Tipp weitergegeben, ja? Okay. Ja, also für das wird man wirklich. Ja, nee, 35 hat sie das Original. Was? Wie jetzt Original? Auch? Oh, aber so beliebt, dass die Leute gesagt haben, ey, wir wollen genau die gleiche haben. Dann hat sie gesagt, ja gut, dann muss ich das halt nochmal zeichnen und dann drucken. Dann haben sie gesagt, es ist gar kein Thema, wir wollen dich auch dafür einen Lohn. Dann sagt sie, ja, toll, was nehme ich denn da für einen Preis? No. Ups. Passt noch. Das hört sich an wie ETS? Nein. Windsimulator. Okay. Sie fahr. Ja, genau das. Nein, ich fahr vernünftig. Und hi Matthias! So, der nächste Halt ist Ekesin, ja? Aber bitte doch nicht Ekesin. Nee, Quatsch, okay. Ich fahr die Strecke zwischen Lutherstadt, Wittenberg und dem Hauptmann. Achso. So. Jetzt bin ich in der Kunst, wo ich eine Massage brauche. Ist nicht passiert, hab ich gehört. Ich hab gesagt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eine brauche. Okay. Ich hab das Gefühl, Gina hat uns fast dazu gewonnen, ey. Hier, weg, zurück. Andi, wenn man jetzt bei mir Drehstrom durchjagt, funktioniert das dann alles wieder? Ab 100 bis 400, 700 Volt, ja, das könnte dann funktionieren. So, einmal neu starten, weißt du? Aber wie kriegen wir die auf die Schiene? Das kriegen wir schon hin. Perfekt gehalten, der ja nicht so wirklich gut ist. Minimal hätte es besser sein können. So, Steffen, was ist? Schaffen wir noch eine Runde? Ja, komm. Ich bin schon mal mit Blöde dran. Ja, ich kann es wieder. Ja, schon mal. Nee, das ist eigentlich nicht. Eigentlich dürftest du dich gar nicht von der Strecke bewegen dürfen, Ali. Ich muss eigentlich. Das ist mir jetzt nicht ein. Ein vernünftiges Bahnnetz. Okay. Das Schlüsselknall ist, glaube ich, nicht eigentlich das richtig gesehen. Ja, das ist kaputt. Keine Ahnung, das geht nicht. Dann würde ich damit den Zug gar nicht ausfahren. Und dürftest du eigentlich gar nicht mit der Kiste fahren? Hast du noch eine Quittung dafür, Olli? Muss ich mal nachgucken. Gib mir noch 2 Minuten, die ich stecken.
Ja. Okay. Warum liegst du da? Thomas. Ein Buch. Hilfe. Auf eine Minute. Falls du jetzt denkst, dass ich hier aufstehe, Schatz, ne? Dann hast du dich geschnitten. Geschneidert. Dennis schon geschneidert. Warum ist er noch nicht im TS? Weil der gerade nicht ran kann, weil sein Handy hinter mir liegt und ich davor liege. Oh, die Leute von der hinteren Tür, steigt bitte. Nehmt bitte den anderen. Nehmt bitte die Tür weiterhin. Die weiter vorliegende hintere Tür. Genau. Hey Krümel. Oh, mein nationaler Zugverkehr blockiert den internationalen. Ist nichts Neues, wie real. Ja, tut mir leid, kann ich nicht lösen. Ich kann doch hier nicht die Häuser abhalten. Keine Ahnung, warum das Schlusssignal nicht geht. Ja, vielleicht soll ich das mal einschalten. Geht nicht. Ist kaputt. In der Vorschrift steht drin, dass du ohne funktionierendes Schlusssignal und Spitzensignal den Bahnhof nicht zu verlassen hast. Ist halt kaputt. Ich muss ja ganz kurz gucken, kann ich nicht irgendwie den Sound runterschrauben? Dahin, Quadrantensteller. Hallo? Ich switch mal einmal kurz aus dem Spiel raus. Alles gut? Naja, du weißt ja, wie die Schlafsituation ist bei mir, ne? Dass ich an der Wand schlafe und da muss ich mich gerade an Dennis vorbeikämpfen. Der natürlich keine Anstalten vom Kopf gemacht hat. Hallo. Hallo, da bist du wieder, Dennis. Jo. Die Flitzbiebel, was? Euch. So, ich hab's jetzt tatsächlich ein bisschen leiser gemacht. Aber ich bin schon bei 210 und darf eigentlich nur 2. Also fährst du schon im LZB-Modus. Übersetzt mal, für die Leute, die nicht wissen, was LZB heißt. Langzeitige Zugbeeinflussung. Dankeschön. Computergesteuert. Aha. Chris fragt, wann bist du Berliner Hauptbahnhof? Kann ich gleich nach, wenn ich da bin? Wann fährst du wieder LKW? Nachher noch. Also es kommt nachher noch ein ETS. Alan schreibt, lass den Zug entgleisen, gib extra Geld. Wie mache ich nicht? Alan. Oh nein, das ist Steve. Das ist die Alan? Das L? Alan. Oh, das ist die Alan. Alan? Und Alan freut sich jetzt zu Hause, ne, und beim YouTube gucken. Ja, die haben mich benannt mit meinem Namen. Juhu! Alan. Steffen, hast du nicht irgendwas mit Jüterbock zu tun? Da bin ich geboren, das ist meine Heimat. Achso, da bin ich jetzt gerade im Bahnhof. Da bist du gerade, ja.
Oh, mach mal einen Screenshot. Ich will mal gucken, wie der Bahnhof in den Schild aussieht. Guck doch kurz bei YouTube rein. Es dauert ja eh noch einen Moment, bis du da bist. Stimmt, ich könnte auch mal schnell bei YouTube reinschauen. Sieht langweilig aus, kann ich jetzt schon sagen. Ja. Gucke. Ich sehe nichts. Ich sehe nur den Zug von oben. Ach so. So. Ja, sieht jetzt, finde ich, gerade besonders aus, wa? Also, der Bahnhof. Hier stehen wir jetzt auch noch eine Weile, so wie es aussieht. Wir fahren nämlich erst ein bisschen später wieder ab. Du, Olli, hattest du da bei dem Spiel Eggesiner Bahnhof auch schon? Nee. Oh, Steffen schaut zu. Hi, Steffen. Ja, hallo. Wenn du mal im Spiel das haben solltest, achte mal bitte drauf, wie viele Gleise dort sind. Die Grafik ist normalerweise auf Ultra, also auf Maximum. Ich muss den Boxen ausmachen, sonst kriege ich gleich da Ärger. Wieder live Facebook oder Facebook sind wir nachher auch wieder live. Güterburg, aha, interessant. Wir müssen hier ziemlich lange stehen, finde ich, irgendwie. Ich soll ein einzelnes Gleis für den Fernverkehr legen. Ich kann hier kein Gleis mehr ziehen, dann ist hier alles, dann muss ich ja hier die ganzen Häuser abreißen, das ist scheiße. Lache, kann sich der Fernverkehr nicht einfach hier irgendwie mit reinmogeln? Schnucki, kannst du nicht ein paar Etagen tiefer gehen? Ja, könnte ich aber, wenn ich wieder rauskomme, weil der Bahnhof ist total... Guck mal, Matti, ich schick dir mal ein Foto von dem Bahnhof. Ich hab da links und rechts keinen Platz mehr. Ich müsste auch bauen. Weiterspielen, ich weiß im Moment nicht, was ich zuerst machen soll, ne? Immer diese Sachen. Ich bin doch alles 17. Ja, darauf warte ich, dass Steffen endlich mal aus dem Tee kommt. Hast du schon an die Base? Ja, dann mach ich. Guck dir den Bahnhof an, Nettie. Soll ich da noch irgendwas reinklappen? Ich gucke. Ich gucke. Ausreichen. Kannst du nicht eine U-Bahn? Hör mal, geht U-Bahn nicht als... Dingens auch? Die sagen, ich soll ein extra Gleis für den Fernverkehr legen, weil mein Nahverkehr den Fernverkehr blockiert. Das ist U-Bahn. Mach den Nahverkehr unterirdisch als U-Bahn. Naja, ich habe ja schon. Dann gibt es ja bei denen in den Gebäuden, wo ich so. Ich habe ja auch einen Zugnahverkehr, aber irgendwie. Ah. Na, mal gucken, wie ich das regle. Jetzt erstmal. Oh, wie lange muss ich noch warten? Ich sehe gerade, da meine Kamera im Weg ist, sieht man gar nicht die Ziele, wo ich hinfahre. Ich glaube, das ist so ein bisschen besser. Hat Ellen noch was gesagt? Ellen! Oh, das ist gar nicht Ellen, das ist Steve! Ach, Steve ist das! So ein Ding, du. Schon wieder ein Software-Update für die PS4. Spiel weiter. Ich habe jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Warum muss ich jetzt so lange rumstehen? Einfach nur Systemverbesserung. Das ist die Zeit, wo andere Lokführer pinkeln gehen. Geht aber schnell, das Update. Oder eine rauchen. Ich dachte schon mal, Alice, ein bisschen. Oder essen. In 4 Minuten, ich bitte dich. Welche Map willst du, Nettie? Mega. Das, was wir zuletzt gemacht haben. Okay. Hast du gesehen? Release-Datum haben sie bekannt gegeben, ne? Ja, hab ich noch nicht gesehen. Wann ist denn der? Entweder war es der 23.11. oder der 28.11. Warte mal, ich guck nochmal. Warte mal. Doch, ich kann aber schön über die Wintermonde LS17 zocken. Oh ja. 19, bitteschön, ja? Ja, meine ich ja. Hab ich 17 gesagt? Ja, du hast 17 gesagt. Upsi. Upsi. fertig.
So, jetzt muss ich wieder Zeit gut machen, weil ich hier rumstehen müsste. 23.11. Wow. Ein Monat vor Weihnachten schon so ein geiles Spiel, weißt du? Ja. Nächster Halt, Luckenwalde. Oh, Luckenwalde. Luckenwalde kenne ich auch noch. Da habe ich gelebt. So eine Zeit lang. Ja. Ja, hör mal, nur ein paar Jahre, ganz ehrlich, ein paar Jahre später, ne, und wir hätten uns da echt kennenlernen können, Steffen. Ja, wa? Ja. Ich bin da auch rumgeschaut. Ich kenne okay. In den Ferien. Oh, siehst du. Na ja, gut, ist ja alles nicht weit weg. Eben. Ich bin am meisten in Brilo rumgesprungen und im Plauerhof. Und in Stadt Brandenburg. Brilo kenne ich auch. Und Kleinkreuz, Plauersee, baden gegangen. Du musstest da aufpassen, wo du hintrittst, weil du sonst die Brennnesseln am Arsch hattest. Ja, das war bei uns genauso in dieses Freibad, Luckenwalde. Eberswalder Freibad war das. Ja. Und das war auch auf dem Weg dahin, noch sehr, musstest du ja durch Haupt Brennnesseln durch. Da merkst du erstmal, wie klein Deutschland wirklich ist, wenn man als Kind quasi fast nebenher lebt und als Erwachsener sich dann kennenlernt und denkt, oh Scheiße, wir hätten uns echt eher kennenlernen können müssen, dürfen. Ja. Aber der Weg von Luckenwalde nach Brilo, den kenne ich, das ist so ein kleiner kopfentfasster Weg. Ja. Und da hatte ich mal ein schönes Erlebnis. Darf ich aber jetzt, kann ich jetzt nicht erzählen, weil Olli live ist. Aha, Olli ist Freundin ausgespannt. An die Ecke kann ich mich noch sehr gut erinnern. Oh ja, Chikapap. Na, nicht ganz, da war ich noch zu krank. Oh, der erste Kuss oder was? Ja. Es ist bloß die Frage, wo der Kuss war. Also, kennt Olli die Geschichte, ja? Nee, Olli, weiß ich nicht. Die kann ich nicht. Okay. Ich schreibe mit dir einfach, weil die wird wahrscheinlich gleich anfangen zu lachen. Du kannst ja aussuchen, ob laut oder leise. Aber die Ecke kenne ich noch. In Brilo hat bis vor kurzem noch meine Oma gewohnt. Und das Haus ist jetzt an Tante weitergegangen, die lebt da immer noch. Also die hat noch mir. Da habe ich teilweise früher meine Ferien verbracht auch. Mit den Hühnern gespielt, die waren so zahm, denn mit denen konntest du echt spielen, ne? Ja. Also jetzt ja, nicht... Ja. Kleiner Kopfsteinpflasterweg war das. Ja. Da ist ja auch so ein kleiner See gewesen, wo wir dann immer hinfahren. Ja. Steffen? Ja? Wie viel Gleise hat Luckenwalde? Eigentlich nur zwei. Luckenwalde hat ein Und warum muss ich Gleis 24 anhalten? Oh, what? Ja, das ist so wie hier in Oranienburg. Ach so. Also Oranienburg tut auch und da auf 31 Gleise und haben ungefähr. Ich fand das geil, wo Nina zum ersten Mal bei uns zu Besuch kommen wollte und dann hat sie gesagt, hey, 25. Ich muss erst mal gucken, auf welchen Gleis ich ankomme, dann fange ich an zu lachen. Ich sagte, warum lachst du denn? 24 Gleise? Das wundert mich jetzt auch mal. Ich sagte, größer als Frankfurt. Ja, aber die werden wahrscheinlich... Oranienburg hat Gleis 28, Gleis 26, Gleis 27 und Gleis 20. Ne, 22. What the fuck? Gleis 30 hast du vergessen. Gleis 30 haben wir auch noch, stimmt. 30 und 31, war das mal die erste Frage. 32, genau. Ah, Nettie hast du schon gelesen? Nee, ich habe jetzt erstmal LS17 vorbereitet. Ah, okay. Ich habe die Map schon offen. Oh, wie süß! Du solltest mal unter die 80 gehen, Olli. Du hast eine Beeinflussung bekommen. Ich bin sogar schon bei 60. Bist du nicht? Oh, wie süß, Steffen. War die Hochzeit schon? Ja, ich war gestern mal da. Und wie war's? Sehr pompös, also ich glaube, die haben sich da nichts kosten lassen, ne? Also, aber wirklich so richtig auf Märchenthema, ne? Also die sind echt mit einer Kutsche angekommen. Hast du deinen Frack gekriegt?
Nee, habe ich leider nicht gekriegt. Ich habe meinen Sakko gezogen und so, alles angezogen und so. Ja. Hättest du noch so einen hohen Hut genommen, wäre es auch noch gut gewesen. Ja, so ein Zylinder, wa? Ja. Hat Lizzie schon gesagt, weil Lizzie war ja auch da und jetzt auch schon das nächste Mal eben so ein bisschen hier auf Willy Wonka gemacht, ne? Das wäre wahrscheinlich was Gutes, cool gekommen. Ja. Ja, aber recht riesen, also riesig aufgestellt. Also es war ja Familie von Johnny war da, also die amerikanische Familie war da. Ja, oh, wie geil. Die sind sogar richtig aus Milwaukee und Kansas, also da kommen ja die alle so her, weißt du? Das sind quasi direkt gekommen, ne? Ja. Ja. Und dann war halt Alter. Die holländische Seite da von Kimmy, ne? Das geht gut? Ja, die haben dich alle super verstanden. Also. Und du der einzige Deutsche, oder was? Ja, und Lizzie. Aber Lizzie ist ja auch halt Spanierin. Steffen, weißt du, welchen Zug ich gerade fahre? Fällt mir jetzt erst auf. Du müsstest den RE5 fahren. Ja, richtig. Endhalt ist Rostock Hauptbahnhof, steht hier in der Anzeige. Ja. Ist das der über Pasewalk fährt? Ist der RE3. Der fährt über Oranienburg und... Neubrandenburg. Neubrandenburg, und Ecke, ja. Ach, Neubrandenburg, ja. Habt ihr das gelesen mit den gestohlenen Geldtransportern, mit den ausgeraubten? Bei Facebook habe ich gelesen. Hm? Wisst ihr, wo die herkommen? Aus Neubrandenburg. Mhm. Sehr jung, hat mein Vater bei Facebook geteilt. Ja. Das Geile ist, die haben nichts bekommen aus den Geldtransportern. Nichts. Und aus Neubrandenburg ist auch nicht viel zu holen. Die sind eh alle ein bisschen schief. Roman ist da! Hast du recht, die lila Kuh gesehen? Was ist lila Kuh? Lila Kuh? Steffen, Olli, fahr nochmal zurück. Waren, nicht Neubrandenburg. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt eine RE5 fährt nach Stralsund, ne, über Neubrandenburg und die Rostocker. Stimmt, die Rostocker fährt, glaube ich, nicht über Neubrandenburg. Die fährt über Waren. Eine fährt über Prenzlau und. Die fährt über Neustädtisch, ja. Der Rostocker, ja. Welche Waren, dass die über Pasewalk fährt? RI3. Richtig. Okay. Die passiert Bernau, Pasewalk und fährt dann nach Angermünde. Okay. Nach Angermünde? Nach Stralsund. Ja, es kann auch sein, dass man nach Stralsund weiterfährt. Aber Angermünde ist auch manchmal. Angermünde, zuerst kommt Eberswalde, dann kommt Angermünde, dann kommt Prenzlau und kommt Pasewalk. Ja. Dann ist es der weiterfährt. Ja. Naja, jedenfalls, Nettie, ging die Hochzeitsfeier bis 22 Uhr. Nicht im Ernst. Johnny durfte nichts trinken, weil die sind gleich nach der Feier in die Flitterwochen. Okay. Die sind gleich nach Holland rüber. Okay. Die ganze Family wird wahrscheinlich hinterher kutschen. Naja, wenn sie die Hochzeit... Ja, aber nicht lang die Hochzeit, hä? Um 9 Uhr hat sie begonnen. Oh, die haben jetzt sogar Schallschutzwände. Das schafft er noch nicht mal Berlin. Du, Steffen? Und weißt du, was das Lustige war, Nettie? Hm? Kimi und Johnny mussten natürlich den Hochzeitstanz eröffnen. Auf Parkett mit Holzschuhen. Ja, lol! Du hast die traditionelle holländische Holzschuhe am Laden gehabt, ne? Geil. Bevor Andi meckert, bremst sich mal ein bisschen ab. Und haben sie Band gehabt? Hm? Ach, jetzt kann ich beschleunigen. Die hatten irgend so eine Unplugged-Band gehabt. Die hat die ganze Zeit da gespielt. Geil. Steffen, was hältst du davon, wenn wir eine Etage tiefer gehen, in den Stream nicht so stören? Ach, wir können doch hier bleiben. Ich weiß nicht, stört okay. Das? Stört das Olli? Nö. Olli stört euch. Okay. Dann redest du zumindest jemand. Juhu. Ja, also wie gesagt, die haben sich da. Also ich habe so die Vermutung, dass sie da 50.000 hingelegt haben. Für die Hochzeit. Wow. Na, kannst du hinterher nochmal fragen. Kann ich hinterher nochmal fragen, ja. So, aus Berlin, Oranienburg, Bahngüstrow. Aber allein dieses Schloss, ja. Allein dieses Schloss da anzumieten, weil dieses Schloss ist ja riesig, ne? Die Strecke müsste es sein. Ja. Jetzt sind wir verheiratete Frau. Nicht mit dir. Und ich kenne sie seit Klinet Gör an, weißt du? Ja. Und jetzt ist sie verheiratet. Ja, kriegst du bestimmt noch ein schönes Hochzeitsalbum, Fotos oder so. Denke ich mal auch, dass ich was kriege, ja. Wie hat sie sich über die Hochzeitsgeschenke gefreut? Also über den Gutschein hat sie sich sehr gefreut. Fährst du bis Rostock? Nee, bis Rostock war ich nicht. Die wusste gar nicht, die hat dann gesagt, kann ich da jetzt mit meinem eigenes Auto rauf oder kriege ich dein eigenes? Du kannst mit deinem eigenen Auto rauf, aber halt... Hast du mal einen neuen Tee gemacht? Und davor war halt, wenn du mit deinem eigenen Auto gegen die Mauer bretterst, ist das Ding, versichern sie sich nicht. Dein Schaden, ja. Also ich fahre nur bis Berlin Hauptbahnhof, ja, dann endet die Strecke schon.
Und frag mich jetzt nicht, das müsste das ganz normale Lutherstadt Württemberg DLC sein, weil ich kann nicht mehr reden heute. Da war sie richtig. Oh, da bellt jemand. Ziemlich laut, aber. Der B-Hund. Der B-Hund. Ich hab's aber gemein. Wieso? Der B-Hund. Bierhund, hab ich gesagt. Wieso der Bier? Ach, der Bierhund von dem Spiel noch. Ja, ja. Ah, es wird langsam hell im Spiel. Ist das schön. Kannst du mir einen Helfer rausnehmen? Mich nervt das. Ich komme immer drauf, ich will das nicht. Mach ich. Wird hell im Spiel. Wo Olli jetzt ist. Ey, wenn ich schon gleich in Trebin bin, dann bin ich schon bald da, wa? Dann sind wir mal gucken, was hab ich denn hier? Kommt doch von Tyro. Du brauchst mich gar nicht so anzugucken, du Donner Krawalla. Andi? Hm? Würde dich das als Lokführer reizen, mal über die Usedombrücke zu fahren? Bin ich schon. Rügen? Bin ich schon. Boah, echt geil. Reiz und? Mich nicht. Langweilig oder? Langweilig. Rechts und links nur Wasser? Ja. Würde mich nicht unbedingt langweilen. Ich würde dann da sitzen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wo ist meine Angel? Wo ist meine Angel? Oder so, Wels ja. Oder Hecht? Wels oder Hecht? Forelle! Und dann hast du einen Hai dran. Nein, Piranha. Piranha, genau. In der Ostsee. Ja, oder so eine Seerobe, so. Ja. Steffen, den hast du aber perfekt nachgemacht, Mann. Ich fahr 200, das sieht aus, als ob ich 30 fahre. Ach, Alter, mach mal die Zeit langsamer. Ja, ich wollte es nur ein bisschen heller haben. Das stört, Licht, du hast Licht am Fahrzeug. MV-Strecken gibt es auch ganz viele, Roman. Ja, ja, aber war mir zu dunkel. Allerdings nicht als offizielle Strecke, die musst du dir wirklich noch von Railsim runterladen. Was ich bei dem Spiel so sau schade finde, dass du wirklich jede einzelne Map teuer kaufen musst. Ist genauso wie mit Sims 4, ne? Da ja. Kosten die Maps mehr als das Hauptspiel. Wenn du alle zusammennimmst, ja. Wie wenn ich alle zusammennehme? Alle das, Maps zusammen. Das Hauptspiel kostet 19,95. Wenn ich jetzt ein DLC haben will, bezahle ich da 30 bis 40 Euro. Boah. Von irgendeiner Map. Und wenn du dann noch die Züge dazu haben willst, kann es sein, dass du dann dafür auch noch Geld bezahlst. Okay. Also günstig ist anders, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ich bremse mal ein bisschen runter. Scheiße! Da knallen wir jetzt voll durch. Scheiße! Wie war das noch mit Bielefeld? Hat kein Bahnhof. Trebin hat kein Bahnhof. Oh. Ja, Trebin hat einen sehr kleinen Bahnhof. Gina! Oh. Gina! Schatz, reagierst du bitte? Naja, geht noch einigermaßen. Ein bisschen sind wir durchgefahren. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte nutzen Sie die hintere Tür für den Aufstieg. Obwohl. Nee, das geht noch. Wir sind doch alle drauf. Lol. Bloß der Triebwagen ist nicht mehr drauf. Das ist nicht so wichtig, oder Andi? Aber aus Sicherheitsgründen wird der komplette erste Wagen nicht mehr geöffnet. Uiuiui. Hey Mäuschen. Was denn? So, unsere nächste Investition, Netty, sollte mal ein größerer Hänger sein, wa? Aber braucht er mehr Hänger? Und mehr Traktoren. Und mehr Traktoren. Oh boy, das war so eine geile Geschichte. So, ich und Dennis immer, wa? Ja, genau, ihr zwei. Aber hör mal, die nächste Map mache ich auf, ne?
Und Dennis hat immer Holz gehackt. Der ist immer irgendwo mit dem Traktor und Motorsäge um Willen gefahren und hat immer die Bäume umfallen sehen. Flup, flup. Und dann die Hälfte liegen lassen. Und irgendwo denkst du denn so, da liegt so ein Ast auf der Straße, wer war das denn? Dennis? So, ich bin jetzt mal auf den Ast raus. Ich wünsche euch noch was und wir hören uns später. Ach, du bist ja auch noch da. Bis dann, Dennis. Bis dann, Dennis. Buddy disconnected from your channel. Ich glaube, er guckt Serie. Mediamarkt Clubtag, 9. Oktober. Wir hatten den jetzt vor kurzem. Ne, das war der 9. Oktober, stimmt. Wir hatten den. Ist aber auch nichts Besonderes. Da kostet drei Sticker, die kannst du in bestimmten Abteilungen draufklatschen. Ist gut. Ich habe die Karte erst heute bekommen. Beschwer dich beim Mediamarkt. Ich hätte mein Postfach, während ich mein Urlaub habe, mal lernen sollen. Hat Steffen seine Geschenke gekriegt? Ja, habe ich bekommen. Dankeschön. Bitte. Mit dem Akku musst du halt dir noch was einfallen lassen oder einen Akku besorgen, weil da darfst du keine normalen Batterien rein. Du musst mir Liquid habe ich dir reingepackt. Ja. Ist eigentlich ganz einfach. Okay. Gehst du? Du hast gesagt, am Bahnhof hast du so einen Shop dafür. Ja. Gehst du hin und sagst, du brauchst einen normalen Akku für einen iStick Pico. Das ist nicht das drinne, was auf dem Karton steht, ne? Das ist nicht das drinne, was auf dem Karton steht. Ich icke dich gleich ein, du. Ich darf das, überleg doch mal, wo der Olli gerade langfährt. Da reden die alle so. Richtig. Na, noch ist er im tiefen Osten. Danke, Olli. Genau. Noch ist er nicht in Berlin. Genau, ich bin in Trebin, aber selbst in Brandenburg redet man jetzt. Ich bin noch gar nicht in Brandenburg, ne? Doch, Trebin ist der erste halt in Brandenburg, glaube ich. Glaube ich. Nee, Blankenburg müsste noch kommen. Oder Blankenfelde, oder wie das heißt. Ach, ich bin ja schon in Tyro, sehe ich gerade. Nee, der nächste Halt ist Tyro, so rum. Blankenfelde müsste das erste sein, wo der Halt. Wir reden von Brandenburg, wir reden nicht von Berlin, ne? Ja, Blankenfelde ist ja schon Brandenburg. Glaube ich. Ich meine, Brandenburg ist von. Blankenfelde ist von Brandenburg. Schön, wie die Quadrantensteller arbeiten. Ah, das höre ich so gern. Dabei bekommst du schon fast einen Orgasmus, wa? Nein, so schlimm ist es zwar noch nicht, aber da merkst du, dass die Lok lebt. Ich hasse das, ich hasse das. Ich glaube, ich knall schon wieder durch den Bahnhof. Wenn du weißt, dass du das glaubst, dann halt doch schon mal vorher auf die Bremse. Hier ziehen wir jetzt komplett durch. Gut, Bahnhof Tyro entfällt, nächster Halt. Nächster Halt, Tyro, Blankenfelde. Entfällt. Ludwigsfelde. Ludwigsfelde. Ach, Ludwigsfelde gibt's noch. Ja, stimmt, Ludwigsfelde immer. Ja, Tyro fällt heute leider aus. Der Bahnhof ist ungünstig gelegt. Dafür kann ich ja nichts, ne? Nee. Hätte er wahrscheinlich damals in Bielefeld auch wieder verfahren. Ja, Let's Play Domi schreibt, kennst du die Stadt Roslau oder die Stadt Dessau? Ja, beide Städte kenne ich. In beiden war ich sogar schon mal. Let's Play Domi, ist das nicht unser Domi von früher? Unser Domi von früher? Ja. Roslau bin ich glaube ich jetzt sogar erst durchgefahren. Vor ein paar Tagen. Ja, ich glaube, wenn du Richtung Leipzig fährst, fährst du da durch.
Ja, natürlich war der durch Richtung, durch Leipzig, durch. Oder über Leipzig. Naja. Let's Play Dummy, das war doch unser Dummy von früher. Wenn ich mich nicht alles täuscht, der Dummy, der sich seinerzeit die beiden Schneidezähne rausgehauen hat, an der Schreibtischkante. Olli. Ich weiß nicht, wem du meinst. Ganz ernsthaft nicht. Yep. Letztes Jahr im Frühjahr oder Mai. Dummy, sag mal, bist du das oder bist du das nicht? Oh, es kommt ein Nut. So, in Ludwigsfelde halten wir auch wieder an. Wir sind ja nicht so. Steffen, machst du kein Snapchat? Weil ich nicht alles haben muss. Das ist richtig, aber ich hätte dir heute schon wieder ein schönes Foto schicken können. Nur so schicken? Nee, kann ich ja nicht mehr, weil das ist ja bei Snapchat leicht gelöscht. Wenn man das einmal geschickt hat, der andere das angeguckt hat, findest du es nicht wieder. Ah, okay. Und warum bin ich schon wieder Minus und irgendein Helfer ist eingestellt, Stefan? Ja, die Erntemaschine fährt mit Helfer. Die ja, nehmen wir auch auf Pause. Ja, brauchst du doch nicht, hätte ich doch machen können. So. Stimmt. Kümmer dich um die Viecher! Viecher sehen doch super aus. So, wann bist du circa da heute live mit Truck Simulator? Du weißt das schon. Ich schätze mal so zwischen, irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr. Also eigentlich direkt nach Train Simulator. Also bleibt ruhig dran, warte nicht auf die Werbung, wir schalten dann weiter. Es kommen jetzt auch nicht mehr viele Halte, es kommt jetzt bloß noch Ludwigsfelde, Lichterfelde Ost. Südkreuz. Also wenn du in Düsseldorf bist, bist du eindeutig zu weit gefahren. Genau, Südkreuz kommt dann noch, dann kommt Potsdamer Platz und dann kommt schon Berlin Hauptbahnhof. Und die Halte zwischen Südkreuz und Berlin Hauptbahnhof, die sind ja nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Oh, lecker Tee. Bin immer noch im Minus. Alter, jetzt flügt der, ne? Ah ja, stimmt, der fährt ja auch, der Kova-Type. Oh, wie lange müssen wir jetzt noch warten? Bis wir fertig sind. Wir sind schon wieder 1,5 Minuten zu früh im Bahnhof. Warum fahre ich immer so schnell? Weil du gut bist. Kriegst du eigentlich eine Bonusprämie, wenn du pünktlich bist? Nö. Ja doch, eigentlich schon, aber... Bei so vielen Minuspunkten, wie ich immer einsammle. Könnte das wieder Plus geben. Hast du denn mal an dem Liquid geschnüffelt, Steffen? Ja, ich habe schon ein bisschen dran geschnüffelt. Und? Riecht gut. Gut. Ich würde sagen, der Duft, also was ich identifiziert habe, hat sich so ein bisschen nach Melone kristallisiert. Ist aber keine Melone drin, glaube ich. Okay. Das ist grüner Tee mit Drachenfrucht. Ah, sind ja auch gut an. Ah, hier fragt schon jemand im Zug, der Thomas, schaffen wir den Anschlusszug zum BER? Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht. Ah, nicht so viel. Ich viel doch, wenn Olli jetzt Bahnhof Lichterfelde auslässt, dann schafft er das. Genau, wenn ich Lichterfelde ausfallen lasse, dann könnte man das noch schaffen. Guck mal auf das Trash-Ding, Steffen. Aber wir sind ja pünktlich. Oh. Oh. Den Zug nach zum BER, den fährt hier Andi. Und Andi wartet sicherlich auf die Anschlussreisen. Nicht sicher, mit Sicherheit. Niemals nie. ja. Ach ja.
bin nicht müde. Ich fand ihn Dienstagmorgen schön, Jolly. Da hat wieder in seinem Bett gelegen und der andere so zu dem nächsten geschrieben, ey, bist du schon wach? Ja, wieso? Willst du auch nicht aufstehen? Ja, wieso? Wir haben gleich Billard gespielt. Oh, der Güterzug fährt weiter. Billard gespielt, genau. Du, übrigens warte ich immer noch auf deine Antwort beim Billard. Ich muss jetzt den Güterzug hinterherfahren, ich habe keine Zeit. Mach mal. Habe ich da nicht zurückgespielt? Nein. Das Schöne ist ja, dass du digital deutlich besser bist als am Tisch. Ja. Da ist der Güterzug. Den hupen wir doch mal an hier. Dann kriegst du eine Strafe wegen. Keine Ahnung. Nötigung. Genau. Da läuft doch ein Helfer. Ich höre das, ich sehe das. Das ist immer noch der Kummerfuß. Okay. Stell dir mal vor, du müsstest hier die Saat alleine fahren. Kartoffeln auf diesem Feld. Kartoffeln? Oh, ich freue mich auf die LS19-Geschichte. Lass ich mich schön von Steffen anheuern. Weißt du das, Olli, das Prinzip? Oder die haben das jetzt geändert, wenn du im Koop spielst. Dann kann jeder seinen eigenen Bauernhof kriegen und der andere kann den anderen anheuern, wenn er zum Beispiel Hilfe braucht bei der Ernte. Und ich kann zu Steffen zum Beispiel sagen, ich mache jetzt einen Viehhof und sage zu Steffen, ich brauche so und so 4000 Liter Getreide, so und so viel Ballen Stroh, so und so viel Ballen Gras und dann bestelle ich das bei ihm und er liefert und kriegt dann von mir Geld. Du brauchst Gras? Und, also Rasen, verstehst du? Und dann kann ich, oder kann Steffen sagen, hier, ich brauche aber Hilfe bei der Ernte. Und dann setze ich mich entweder in meinen eigenen, in seine Fahrzeuge. Oder Gülle zum Düngern. Oder Gülle zum Düngern. Und dann kann er das bei mir für Geld abholen oder kriegen. Was? Chuck Norris übernimmt die Bauleitung des BER Eröffnung morgens um 6 Uhr. Okay, passt. Ah, wie? Diese alten Chuck Norris-Witze, die gehen mir so auf die. Auf die? Eierstücke. Ich dachte, du fährst ab, deswegen habe ich angehalten. Ja, warte, ich wollte mich schnell ein Stück trinken. Na, viel ist es nicht, aber immerhin. Hast du noch ein halbes Feld vor dir? Halbes? Gar nicht mal. Obwohl, laut Karte, ja doch. Ein bisschen mehr haben wir als hier. Was die Karte irreführend ist, wissen wir ja, ne, Gina? Stupsi? Vielleicht hat man den anderen davon. Moin. Oh, der Zug wackelt sowas von, da denkt man, der wird nicht gleich hier. Kann das am Wind liegen? Ich weiß nicht. Der Wind, das Wind. Ich würde ja jetzt Andi fragen, aber der sagt die ganze Zeit nichts. Was wolltest du wissen? Was sind die Möglichkeiten dafür, dass ein Zug massiv wackelt bei der Fahrt? Zug wackelt, muss der Sinuslauf, wenn er auf Bahnstrecke fährt. Okay. Das heißt, ein Spiel der Radreifen von 14 bis 14,5 mm rechts und links. Und es führt dazu, dass sich die Achsen etwas rechts und links bewegen und dadurch entsteht der sogenannte Sinuslauf.
Komischerweise im Gleisbubenbereich tritt sowas nicht auf. Das Paradoxe. Okay. Ja, danke. Bitte. Oder es gibt noch andere technische Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel, dass die Luftfedern ausgefallen ist von so einem Waggon. Da war es auch gut. Hm. Olli, guck mal nach der Luftfederung. Hab keine. What the fuck? Kannst du nicht dran liegen, wenn er keine hat. Und Wind? Wind nicht. Online-Gaming schreibt Hi Olli Lolli. Hi Online-Gaming. 55 Tonnen, da müsste schon was Außergewöhnliches passieren, als er da umgeblasen wird. Ja. Hurricane. Hallo. Leonie. Ellen hat auch nichts mehr geschrieben und Domi auch nicht, oder was? Nein. Ellen. Ich glaube, wir haben die gemobbt. Verarscht und ohne Nappe. Olli sollte irgendwann mal so eine Reklamations-Hotline einführen, so eine Reklamations-Mail, wo sie dann alle schreiben so, hey, dein Steam sind zwar cool, aber die Leute da mocken uns immer. Okay, ich bin aber auch wie heißt du, Kevin? Ja, ich hätte jetzt fast gesagt Marvin. Zu Marvin. Ich heiße Marvin. Das fängt Olli auch an. So, wir stehen in Lichterfeldost, das heißt, wir sind gleich am Ziel. Oh jetzt Mann. Müssen wir jetzt hier schon wieder Ewigkeiten rumstehen. Immer diese ungeduldigen Bürger, ne? Ich darf nicht in der Nacht das Feld abernten, ich darf nicht am Tage das Feld abernten. Das Brot muss billig sein, aber eine Stulle, das können sie mir auch nicht bringen, die Egoisten. Ja, aber. Ehrlich mal. Ich schlafe eine Runde, das dauert jetzt wieder Ewigkeit. Und kriegt er den Anschluss zum BER, der nicht existiert? Den bekommt er auf jeden Fall. Weil wir sind ja überpünktlich, wir müssen ja am Nebenbahnhof eine Minute rumstehen, weil ich so früh bin. Weil ich ein guter Lokführer bin. Ja, wenn du ein guter Lokführer wärst, würdest du Energie sparen und würdest du nicht die volle Geschwindigkeit ausreizen und dann würdest du auch pünktlich ein- und ausfahren. Und du könntest dabei mit Sie fahren. Sorry, aber damit werde ich dich jetzt die ganze Zeit mobben. Solange bis du Sie fahren machst. Ich fahre die ganze Zeit mit Sie. Glaube ich dir nicht, sonst würdest du alle zwei Meter stehen. Nein. Immer wenn eine Zwangsbremsung angeordnet wird, bin ich schnell genug, um zu reagieren. Aha. Und das hatten wir während der Fahrt erst dreimal. Oh. Irgendwie glaube ich dir nicht. Du und nicht sie verfahren. Und du und sie verfahren so rum. Ja, würdest du den Stream schauen? Nein, ich musste mit dem Hund in den Wald. Den Nachbarn vergraben. Was? Wenn mein Hund kennt Ecken im Wald, da findet sich keine Kripo mehr. Es gab doch mal so ein T-Shirt. Ich bin Hundebesitzer. Ich kenne Ecken in dieser Umgebung. Da findet sich kein Kripo-Beamter. So, wollte ich mal wieder abfahren, was? Sag etwas, damit Klaus ich früh weiß, dass du da bist. Okay? Sag etwas, damit Klaus ich früh weiß, dass du da bist. Das weiß Klaus ich früh auch schon. Olli zieht auf. Merkst du das, Olli, wie das nach rechts und links so geht? Ja, das ja. Das ist der sogenannte Sinuslauf. Ich hatte mich zwei Minuten, bevor du das gesagt hast, bin ich rückwärts rangefahren und hab abgelassen. Ich denke dann immer, dass ich fast entgleise, wenn das passiert. Werde ich mal schon die Saatmaschine ansetzen? Mimimi.
klar, noch ein Helfer. Aber ich werde gleich ein bisschen Saatgut verkaufen fahren, dann haben wir wieder ein bisschen was. Saatgut verkaufen? Getreide. Ja. Wenn der Helfer dann, wenn ich hier fertig bin, soll ich dann weiter ernten oder den Kuba fahren? Wie du willst, du kannst dich dann auch in die Erntemaschine bei den Sonnenblumen setzen. Okay. Die fährt zwar auch gerade mit Helfer, aber. Was? Weißt du, und ich krieg das jedes Mal vom Konto abgezogen. Ich habe ein Minus von 465 Euro. Alles nur, weil du dauernd Helfer einstellst. Ich freue mich so sehr auf LS19, ey. Und das hat dann ein Ende bei mir. Ah, die Helfer sind praktisch. Und das ist richtig. Die Helfer kosten aber dann mir Geld und nicht dir die ganze Zeit. Na, mir ziehen sie auch ein bisschen. Ja, mir das meiste. Mi. Ungefähr so. Ach, Nettie. Das war doch ein Witz, Mensch. Berlin-Südkreuz. Aha. Ja. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dann ist dieser Stream vorbei und ihr seht euch dann in Kürze der Würze wieder bei ETS 2. Hat das sich jetzt gerimed? Gerimed. Hat sich nicht gerimed. Das ist gut, dass ich das nicht gerimed hat. Ich überlege, Und hängen da die Autos in der Luft, Olli? Wir können auch ruhig ein bisschen weiter rumfahren, Nicky. Also. Rumfahren? Bei ETS mitfahren. Nee. Verstehe, Parkhaus mit Siemens Lufthaken. Also, wenn du willst, kannst du machen. Ich würde nicht fahren. Will auch nicht so. Nicky will mit ETS mitfahren. Du hast auch keinen Bock drauf. Hallo! Hallo! Denk dran, Livestream, ne? Die Leute wissen nicht, dass sie live sind. Ja, ich leg euch mal kurz beiseite. Super. Bis gleich. Jetzt stehe ich noch mal eine halbe Stunde in Südkreuz rum. Muss man hier schon an das DSGVO von fremden Leuten denken, ey. Sitze. Ist ja nur die Stimme. Ist ja egal. Die hat uns abonniert, ne? Das ist aber schön. Christopher LS19 hat uns abonniert. Bist du der größte LS19-Fan? Das sind die ganzen Leute, die jetzt schon alle LS19 spielen in der Beta. Gibt's die auch schon für die PS4? PS4, Xbox One. Sogar für die Nintendo Switch, PC. Sag mir mal einer Bescheid, ob ich dafür irgendwie mich hätte anmelden müssen, danke. Anmelden konntest du dich sogar schon über die Gamescom damals, also es geht schon seit August eigentlich. Ich war nicht da. Und nächste Frage, bis wann geht die Beta? Wahrscheinlich bis es richtig losgeht. Aber selbst bei der Beta musst du schon das Spiel kaufen. Glaube ich. Ich habe das Spiel ja vorbestellt, weißt du? Das ist das gewisse Early Release, aber ich weiß, wie das heißt. Early Access, so rum heißt es. Genau. So, nächster Halt Potsdam. Mal Platz. Potsdam. Hey Olli, der Bahnhof ist einmalig hier. Hier kommen die Leute sogar schon aus den Brückenpfeilern raus. Ja. Wisst ihr, dass wir nicht in Hogwarts sind? London. Olli, du schummelst. Du spielst den Hogwarts Express. Gar nicht wahr. Das ist wohl wahr, dir ist es nur nicht bewusst, weil sie dich als Muggel verzaubert haben. Mit einem BM-Wagen auf links.
Du, Olli, hat da schon jemand geantwortet? Auf was? Oder Peter? Nein. Du hast nur noch nicht geguckt. Wir haben keine LS-Zuschauer. Eine LS-19 Christian. Hat uns abonniert vor einer Woche. Der läuft oben durch. Mimi. So. Zugbeeinflussung. Siehst du, jetzt kam das gerade wieder. Da war ich zu schnell unterwegs. Normalerweise hätte dich gestellt jetzt. Weil du über einen Geschwindigkeitsprüfabschnitt gefahren bist, mit Sicherheit, du warst zu schnell, eigentlich hättest du eine Zwangsbremsung kriegen müssen. Ja, ich habe die aber weggeklickt. Es kam noch in die Meldung. Du kannst nicht wegklicken, die Zwangsbremse. Kannst du nicht wegklicken, Olli. Ich kann das. Olli, wenn das so einfach wäre. Das feuert sogar die Perle. Das ist richtig gut. Der Unterschied zwischen Realität und... Ja. So. Eine Haltestelle haben wir gleich noch. Also Olli, wenn ich wüsste, dass du Lokführer wärst bei der Bahn, ich glaube, das E-Bahn würde an jedem Bahnhof stehen. Vielleicht bin ich ja auch heimlich Lokführer und du weißt es bloß nicht. Ja, das ist doch schön. Das hatten wir gemerkt, wenn du das gewesen wärst. Lokführer vom Kinderkarussell. Ja, das hat was. Heute zum Beispiel, ne? Ja. Und seid ihr mitgefahren? Naja, wir sind im Kreis gefahren auf dem Pferd. Oh! Alles andere war auch zu schnell. Alles andere war zu schnell, hättest du denn gekübelt? Ja. Oh, wie süß. Siefer wegklicken. Wo kommen wir denn da hin, Olli? So. Nächste Haltestelle, Berlin Hauptbahnhof. Endhaltestelle. Alle Fahrgäste erreichen noch den Zug zum Flughafen BER. BER, wann? Ab dem Jahre 2035 oder was? Zugbeeinflussung. Ach, wieder Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, ist schon gut, mach ich doch. Ein Abo, Kava Pro, danke für den Abo. Und schön, dass du reinschaust. Auch wenn die Anzeige schon die ganze Zeit unten rechts im Keller ist. Wir haben, seit wir den Stream gestartet haben, durchgängig einen Zuschauer. Deswegen kriege ich keine Antwort auf meine Frage. Ich glaube, Steffen kommt gerade wieder. Ist kalt. Hallo. 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 Ich staune, dass du auf dem Sonntag heute noch so spielaktiv bist. Ich freue mich sogar.
Ja. Ist ein Jüterbock, ja. Ich hole ja Modern heute nicht. Von daher. Ja. Bleibt sie unter der Woche jetzt da, oder was? Nee, die kommt entweder heute Abend noch. Okay. Oder morgen nach der Arbeit. Achso. Ja. Alter, ich bin jetzt wegen dir auf 1160 Euro ja, minus. Das, ja, ich fahr gleich was weg. Ich fahr gleich was verkaufen und dann hast du wieder plus. Ja. Mal gucken, wie lange, ne? Ja, ich bin halt ohne Geldmod, ne? Das merkt man wieder sofort. Es ist ja auch gut so, aber warum muss ich Helfer bezahlen? Nee. Ich meine, ich bin auch nur so ein Helfer, aber warum kriege ich dafür ein Minus und kein Plus? Achso, Strecke ist schon beendet. Normalerweise kommt immer noch mit Inhaber des Hofes. Na, ja, das hat ja alles bei alles so ein Ende, ne? Ich habe einige Betriebsfehler gemacht, sehe ich gerade. Oh. Erzähl also ich habe gehört, bei LS17 gibt es den Modus, den es bei LS17 jetzt auch gibt, auch. Aber es gibt auch die anderen Modus. Ja, bei LS19, genau. Ja. Also bei LS19 gibt es jetzt drei verschiedene Modis. Einmal der kooperative Modus, der sogenannte PvP-Modus und den, den wir jetzt auch spielen. Genau. Dann zeigt Signal überfahren, 3-mal Geschwindigkeitsübertretung, 18-mal Komfort werden. Unzulässige Verwendung eines Signalhorns, 3-mal. Ja, das war vorhin bei der Lok. Läuft bei dir, Olli. Das war vor allem, wo ich den Güterzug zugehupt habe. Freiheit, Zeichen, Signal überfahren, Olli, läuft. Andere hätten dafür schon die Lizenz abgezogen bekommen. Aber die brauchen bei der Bahn jeden einzelnen, den sie bekommen, ja? Das heißt, die. Genau, naja. Fachkräfte sind Mangelware. Richtig. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, das war's. Mach die Klappe auf hinten. Train Simulator, dann kommt gleich in. 3 Minuten, nein, irgendwann zwischen 19 Minuten, um was zu essen. Irgendwann zwischen 19 und 19.30 Uhr kommt dann ETS, aber auch nur eine kleine Tour von nicht mehr als 2000 Kilometern. Ja, kleine Tour. Also von daher, bis gleich, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sound muted.